Die Bibel sagt, dass am Sabbat kein Feuer gemacht werden durfte. Nun, die Pharisäer, die und heutzutage Juden sind im Grunde genommen Pharisäer. Das heutige Judentum ist Pharisäertum. Was machen sie daraus? Oh, am Sabbat darf man nicht Licht anmachen, elektrisches Licht. Denn dadurch würde man ja ein Feuer anzünden. Denn in der Glühbirne, da glüht ja der Draht und dann würdest du ein Feuer anzünden am Sabbat. Das ist Pharisäertum, das ist völlig ballerballer. Sie verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sehen nicht, dass das ganze Gesetz auf Jesus Christus hindeutet. Sie wollen all diese Gebote halten, ihre selbstgemachten Gebote. Das sind nirgendwo in der Bibel steht, dass man nicht irgendwie Licht anmachen darf am Sabbat. Sondern was ist der tiefere Sinn dahinter, wenn die Bibel sagt, dass am Sabbat kein Feuer gemacht werden durfte? Nun, sie mussten damals natürlich Holz hacken, das Feuer mühsam anzünden. Das war natürlich tatsächliche Arbeit, die nicht verrichtet werden durfte. Und das wurde dann eben mit dem Tode bestraft. Warum? Denn wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, wenn du nicht in die Ruhe des Herrn einziehst, dann fährst du zur Hölle. Deswegen wurde das Brechen des Sabbats mit dem Tode bestraft. Das, woran Juden glauben, ist der Talmud, nicht das Alte Testament. Und dann heißt es natürlich, ja, der Talmud ist eine Interpretation des Alten Testaments, bla bla bla. Dann lass mich dir die Frage stellen, warum bringen dann Juden heutzutage keine Tieropfer da? Sie glauben nicht an das Alte Testament. Sie glauben an ihren Talmud. Und klar, hier und da beziehen sie sich auf das Alte Testament, aber sie ziehen das Alte Testament ins Lächerliche. Sie sind nicht gerettet, sie können die Bibel nicht verstehen. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und sie sind wirklich gesetzlich. Wir als Baptisten werden als gesetzlich bezeichnet, was so lächerlich ist. Juden, ja, das sind die wirklich Gesetzlichen, die einfach alle jedes Gebot ins Lächerliche ziehen, Lächerliches daraus machen und du darfst noch nicht mal irgendwie einen Lichtschalter anmachen am Sabbat. Da würdest du ja ein Feuer anzünden. Das ist behindert. In dieser Zeit ist vieles verboten. Arbeiten, Autofahren, telefonieren, elektrische Geräte anschalten. Also wo wir darauf Wert gelegt haben bei unserem Kühlschrank beim Kauf, ist, dass er außer dass er ausreichend groß ist, dass er einen Schabbat-Modus hat. Ach, was ist das? Das kann man hier sehen, wenn man näher rankommt. Warten Sie kurz, ich mache Platz. Ja, dann machen wir gleich, oder? Ja, weil sieht man hier oben, der ist schon im Schabbat-Modus eingestellt. Da sind quasi symbolisch zwei Schabbat-Kerzen abgebildet. Und jetzt geht das Licht nicht an, wenn ich den öffne. Das heißt, der fängt auch nicht an zu piepen, wenn er zu lange offen ist. Der jetzt nicht. Für den Schabbat? Für den Schabbat. Wenn ich nach Schabbat schalte ich das wieder aus. Dann ist er wieder im ganz normalen Modus. So, Schabbat-Modus. Denn nur das Anschalten eines elektrischen Gerätes wie etwa der Lampe im Kühlschrank ist verboten. Nicht aber der Dauerbetrieb des Kühlschranks. Sie verstehen nicht den tieferen Sinn dahinter. Sie verstehen nicht, dass sie in die Ruhe des Herrn einziehen müssen. Durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Licht anzumachen am Sabbat, das ist keine Arbeit. Natürlich, damals ein Feuer anzuzünden, ja, Holz zu haken, das Feuer anzuzünden, ja, das war tatsächlich Arbeit. Aber das war eine andere Zeit. Wir machen das heutzutage nicht mehr im Normalfall, nicht wahr? Also du musst den tieferen Sinn sehen. Wenn wir als Baptisten sagen, hey, kein Alkohol trinken und so weiter, das ist nicht gesetzlich. Das sind tatsächliche, offensichtliche Gebote, was die Bibel lehrt. Juden sind gesetzlich. Sie ziehen alles ins Lächerliche. Sie übertreiben völlig und sehen nicht den tieferen Sinn dahinter.